Hallo liebe Widder, willkommen bei Shamnath Tarot. Ich möchte heute Karten für euch legen und zwar geht es um den Zeitraum von Mitte bis Ende Mai 2024. Hier habe ich Karten für dich, lieber Widder, und hier für das Gegenüber. Die Rollen können vertauscht sein und bedenkt bitte immer, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen von euch passen. Ich habe hier eine schöne Orakelkarte für euch gezogen. Inspiration und Mut. Ja, gelbe Farbe, Mut, Zuversicht, Optimismus. Du bist inspiriert, du bist mutig hier, du willst etwas in Angriff nehmen. Das zeigt sich mir hier auch im Tarot, mit der Sonne und mit dem König der Münzen. Du willst irgendwo investieren, du willst hier etwas Langfristiges aufbauen, du bist aber sehr glücklich hier. Du hast die positivste Karte im Tarot hier auf deiner Seite. Du strotzt vor Energie, vor Elan, Optimismus. Ja, du bist auch inspiriert. Die Mäßigkeit taucht hier relativ oft auf, also auch bei den anderen Sternzeichen in dem Zeitraum von Mitte bis Ende Mai. Der Ratschlag ist, warte ab, halte dich ein bisschen zurück, ja. Schau dir das mal genau an, weil der König der Münzen ist ja auch umgekehrt gekommen. Pass auf mit deinem Geld, wo du hin investierst. Sei diesbezüglich etwas ernsthafter, etwas vorsichtiger. Ja? Hier bietet sich was Schönes, hier ist etwas, was dir Freude bereitet, ja, was auch Spaß bringt, aber wer weiß, ob das hier so langfristig sein wird. Ja? Mach da nicht so große Pläne vorerst. Dann habe ich hier mit die Königin der Kelche und 9 der Schwerter, Kummer in der Liebe. Ja, jemand aus deinem Umfeld bereitet dir Kummer und Sorgen. Du machst dir hier Gedanken. Es ist da was vorgefallen, Streitigkeiten gab es im Vorfeld, Diskussionen. Irgendwas nagt hier an dir. Dieser Kummer bezieht sich hier auf diese 3 Karten beim Gegenüber. Der Ritter der Münzen umgekehrt, die Liebenden umgekehrt und 9 der Stäbe umgekehrt. Hier will jemand nicht weitermachen mit dir, lieber Widder. Ja? Jemand will nicht mehr weiterkämpfen, will sich nicht mehr für euch entscheiden. Da ist etwas blockiert, da geht es überhaupt nicht mehr weiter. Stillstand. Jemand sagt hier, es hat keinen Sinn mit uns. Oder so wie es läuft, hat es keinen Sinn. Und hier haben wir die Teufelsenergie. Ich sehe das hier in Verbindung mit dieser Sonnenkarte. Etwas ist hier relativ verführerisch. Jemand will hier was von dir haben, lockt dich mit Angeboten, lockt dich mit Reizen. Vielleicht ist das auch was Körperliches, was dich sehr stark anzieht. Ja, beim Teufel muss man immer aufpassen, weil dass so Suchtgeschichten sein können oder Macht-Ohnmachtsgeschichten, Verflechtungen, ja, die nicht immer so konstruktiv sind. Ich lege mal eine weitere Reihe, dann schauen wir uns das mal genauer an. Die Hohe Priesterin. Sechs der Stäbe. Fünf der Schwerter. Zwei der Schwerter, ja, das kam so ein bisschen krumm schief hier. Ich lege die erstmal aufrecht. Zehn der Schwerter umgekehrt. Zehn der Stäbe. Drei der Schwerter. Die ersten 4 Karten, die Hohe Priesterin, 6 der Stäbe, hier mit der Sonne.
Hier ist etwas, was du im Geheimen hältst, was du nicht mit jedem teilst. Hier wächst etwas heran, ja. Etwas Neues entsteht hier. Du willst es dir holen mit 6 der Stäbe. Also das weckt hier so richtig dein Feuer, deine Leidenschaft. Du willst es unbedingt haben. Ja, du machst hier sogar auch schon Pläne diesbezüglich. Wie gesagt, die Mäßigkeit, warte ab, halte dich zurück, übertreibe es nicht. Hier, die Königin der Kelche, 5 der Schwerter und 9 der Schwerter. Hier gab es Zank, hier gab es Streit, Diskussionen. Ja, sehr negatives. Negative Worte sind hier gefallen, Vorwürfe, Ego, Machtkämpfe. Irgendeiner hat hier übertrieben. Also das Thema Übertreibung, nicht das richtige Maß halten, ist hier, ja, ist hier angedeutet. Wie gesagt, jemand will so nicht mehr weitermachen, hat hier die Nase voll, ist hier sehr belastet von der Gesamtsituation. Braucht eigentlich eine Pause, braucht Erholung, ist erschöpft. Will so nicht mehr weitermachen. Ja, ist hier mit sich am Kämpfen, ob er sie, diese Verbindung hier auflösen soll. Also ist kurz davor, das Ganze so, ja, fallen zu lassen, muss ich mal so sagen. Aber es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Dieser Mensch hadert hier noch. Ja, hadert hier noch. Aber es ist alles am relativ seidenen Faden, sagen wir es mal so. Ja, hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber rein von der Kraft her sagt dieser Mensch, ich habe da keine Kraft mehr dafür. Und hier mit dem Teufel, mit 3 der Schwertern, ich glaube, das ist das, was dich hier so fasziniert, wo du da so hinguckst, wo du dir etwas da erhoffst. Es gibt hier eine Schattenseite bei dieser Geschichte, je nachdem, worum es geht. Wenn das hier was Privates ist, könnte hier eine weitere Person involviert sein. Das heißt, dass du hier nicht der einzige, die einzige Kandidatin bist in dieser Angelegenheit. Hier könnte auch jemand zu negativen Verhaltensweisen tendieren. Vielleicht zum gewissen Kontrollzwang auch, weil dieser Mensch hier eine Verletzung hat mit 3 der Schwerter. Ja? Dieser Mensch ist irgendwo verletzt worden und aus diesem Grund zeigt sich dieser Mensch auch nicht authentisch, habe ich den Eindruck. Also es, hier ist etwas, ja, wo du dir das genauer anschauen solltest. Wie geht's jetzt hier weiter? Der Teufel. Ja, jetzt zeigt er sich auch bei dir. Page der Stäbe. Nochmals 6 der Stäbe. 6 der Münzen. Fünf der Kelche. Ritter der Stäbe, 4 der Stäbe. Page der Kelche und die Hohepriesterin umgekehrt. Moment, Moment. Ja, ich habe ja gesagt, hier zeigt sich dann der Teufel bei dir. Du wirst dann zum späteren Zeitpunkt feststellen, dass das hier doch nicht das Wahre ist, ja, weil hier entpuppt sich auch ein Page der Kelche mit einer hohen Priesterin umgekehrt. Du wirst dann noch eine Überraschung erleben in Bezug auf diesen Menschen und ein Geheimnis herausfinden, wo du dann feststellen wirst, dass das
auch düstere Seiten hat. Ja? Dass hier eine Verpflichtung, eine Verkettung mit dranhängt, wo du nicht unbedingt reingehen möchtest. Du willst es, glaube ich, nicht haben. Und hier als Page der Stäbe wendest du dich ja auch von dem Teufel ab. Ja, du gehst hier in eine neue Richtung, in eine andere Richtung, und zwar möchtest du hier dein Gegenüber wieder zufrieden stimmen, wieder ja, beruhigen oder zum Umdenken bringen. Du bietest hier 6. Münzen an, du sagst, komm, ich bringe mich hier mehr ein, ich gebe dir, was du möchtest. Du willst hier Frieden schaffen, du willst hier Gerechtigkeit walten lassen. Und hast dir hier überzeugende Argumente ausgedacht, um ja diesen Menschen zu beruhigen, zu beschwichtigen, wieder in gute Laune zu versetzen. Weil hier mit 5 der Kelche, ja, dieser Mensch ist sehr verletzt, sehr enttäuscht. Lieber Widder, traurig. Traurig, ja, auch über diese groben Streitigkeiten hier. Also hier sind auch böse Worte gefallen. Aber ich glaube, wenn du hier deinen ganzen Charme spielen lässt, dann wird hier dieser Mensch wieder ins Positive switchen, ja, wird hier aus seiner negativen Stimmung ausbrechen können und kommt dann auch feurig auf dich zu, ja, dann könnt ihr hier wieder eure Verbindung in Schwung bringen, da kommt wieder Leichtigkeit, Spaß rein, da bewegt sich dann auch wieder etwas, weil hier ist es immer noch sehr stark in der Stagnation, wie gesagt, es hängt am seidenen Faden, aber hier kommt noch mal eine Wende, wenn du dir Mühe gibst, wenn du das wirklich möchtest. Ja. Aber die Teufelsenergie wirst du erkennen, der Turm unter dem Deck. Also, was hier läuft, das wirst du erkennen und wie gesagt, das wirst du nicht annehmen. Das kannst du schon. Lieber Widder, ich wünsche einen wunderbaren Mai, genieß das schöne Wetter, alles Gute und bis bald wieder. Ciao, ciao.